geehrte Damen und Herren, möchte auch, wenn wir hier uns mit einer problematischen Zielgruppe darauf hinweisen, dass die überwiegende Mehrheit junger Menschen, die sich politisch, weltanschaulich in Gruppen bewegen und Milieus bewegen, gewaltfrei und demokratisch orientiert sind. Jugendliche und junge Erwachsene, die gewaltbereit und extremistisch sind, die so denken und agieren, die bedürfen in der Tat unserer besonderen Aufmerksamkeit. Denn es ist ein Phänomen, was uns alle betrifft, und es ist deshalb auch eine Aufgabe von uns allen. Gerade wenn gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zugrunde liegt, ist es ein Angriff gegen alle, die in einer freiheitlich-demokratischen, pluralen, vielfältigen Welt leben wollen. Herr Stamm, und wenn Sie hier ernst genommen werden wollen, dann funktioniert das leider nicht so, wie Sie hier agieren. Herr Stamm, Sie haben keinen Haushaltsantrag eingebracht. Sie haben keinen Vorschlag gemacht, was konkret besser gemacht werden sollte. Stattdessen machen Sie das Gegenteil, die strukturellen Verbesserungen. Nein, die strukturellen Verbesserungen, die wir seit 2010 in dem Bereich erzielt haben, die haben Sie alle abgelehnt. Und da sind wir an vielen Stellen auf einem guten Weg. Und Sie wissen doch, dass Wegweiser bundesweit gelobt wird. Sie wissen das doch, dass es ein hervorragender Ansatz ist. Und deshalb kann ich Sie nur dann ernst nehmen, wenn Sie selber hier konkrete Vorschläge machen. Und das sind Sie uns leider schuldig geblieben. Und die Wahrnehmung vom letzten Plenum, was das Handlungskonzept Rechtsextremismus angeht, die scheint bei Ihnen auch völlig schief zu liegen. Denn in der Tat, das Handlungskonzept wurde breit gelobt, es ist breit aufgestellt, es wurde aus der Zivilgesellschaft heraus erarbeitet und hat viele, viele Ansätze. Und die Durchgreifdogmatik von Herrn Biesenbach, die kennen wir ja nun schon länger, aber ich möchte deutlich sagen, dass das die Ursachen völlig ignoriert und keinerlei Veränderungsoptionen aufzeigt. Ihr Gebrüll nach Repression hilft niemandem. Es hilft nicht den Angehörigen, die sich Sorgen machen um ihre Kinder und Jugendlichen. Es hilft nicht den Betroffenen, die möglicherweise keine anderen Handlungsoptionen im Moment sehen. Und es hilft schon gar nicht den Opfern. So kommen wir keinen Millimeter weiter, Herr Biesenbach. Wichtig ist doch wirklich, dass Haltungen und Einstellungen verändert werden können. Und das geht nicht durch Verbote, und das geht auch nicht allein durch Beobachtung, sondern das geht in der Tat durch das Zusammenspiel von Prävention und der gesamten Zivilgesellschaft, die eine klare Haltung hat, und den Ansatz, dass einzelne Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene ein Angebot bekommen zum Ausstieg. Und Prävention kann man nicht verordnen. Und es gehört beides zusammen. Und diesen Weg geht diese Landesregierung. Dieser Verfassungsschutzbericht, auf den die FDP aus meiner Sicht viel zu wenig eingegangen ist, benennt ehrlich und sorgfältig alle Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Es ist eine genaue Analyse, und deshalb können wir uns gerne gemeinsam auch in den weiteren Ausschüssen noch mal ansehen. Aussteigerprogramme gegen Rechtsextremismus und Neosalafismus und Linksextremismus sind selbstverständlich nötig. Und wenn Sie die Diskurse bundesweit verfolgen, dann wissen Sie doch, dass wir 2014 mit 3 Standorten zu Wegweiser angefangen haben, 2015 4 weitere hinzugekommen sind, 2016 werden jetzt 6 weitere hinzukommen. Ich möchte aber auch beispielsweise die Aussteigerprogramme Rechtsextremismus nennen. Die dürfen nicht zu kurz kommen. Es ist nach wie vor das größte Phänomen in unserem Land. Ich möchte nennen, dass wie 4, Herr Minister, wird es die 4 oder VIR wird wie ausgesprochen, hat 170 Fortbildungen im letzten Jahr für Fachkräfte und Multiplikatorinnen durchgeführt, die angekommen sind. Und der Vorwurf der Piraten ist falsch, dass das allein der Verfassungsschutz macht. Selbstverständlich machen auch freie Träger Aussteigerprogramme. Ich möchte da Nina NRW nennen. Das ist eben auch eine wichtige Säule, die wir gleichzeitig gehen sollten. Die freien Träger der Jugendhilfe, der Straffälligenhilfe, die Demokratiebildung, andere Akteure der Zivilgesellschaft sind da eben ein wichtiger Kooperationspartner. Wir Demokratinnen und Demokraten müssen jeder Form von Extremismus entschieden entgegentreten. Und
Leider sind uns CDU und FDP ihre Antworten dazu schuldig geblieben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.